Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute schauen wir uns gemeinsam das Prima Banana Gloss Premium Liquid Wax an. Das hatten wir als Thema in einem der letzten Livestreams und es gab durchaus ein paar, die gesagt haben, Sebastian, das musst du dir auf jeden Fall mal anschauen, beziehungsweise wollen wir mal dein Fazit hier zu dem Produkt. Und na klar, hier ist es, hier habe ich es mir nach Hause geholt. Jetzt ist die Frage, für wen ist das Produkt gedacht? Kann es hier andere Liquid Waxes in den Schatten stellen? Kann es auch ein Paste Wax in den Schatten stellen? Von der Verarbeitung, vom Thema Farbauffrischung her, vom Abhärverhalten, von der Standzeit und so weiter. Das werden wir alles gemeinsam jetzt herausfinden. Hier, Flasche für euch soweit vorbereitet. Blitzschnell hier zu mir auf dem Weg gewesen. Und jetzt schauen wir uns das mal gemeinsam an. Viel Spaß, wir testen es hier auf dem Brownie Ibiza. Haube ist soweit vorbereitet, poliert, entfettet und damit können wir auch direkt loslegen hier mit dem Banana Gloss. Viel Spaß. Wie immer erstmal ein paar Infos. Hier haben wir mal das Prima Banana Gloss Liquid Wax. Kostet ca. 18 Euro, 473 Milliliter sind drin. Extrem einfach anzuwendendes Flüssigwachs mit besonderen Eigenschaften. Und welche das sind, schauen wir uns gemeinsam an. Soll sich einfach sehr einfach anwenden lassen. Easy on, easy off. Kann auch hier auf heißen und auf extrem kalten Lacken angewendet werden. Also vielleicht auch ideal jetzt hier für den Winter, wenn ihr bloß eine Lacktemperatur von 3, 4, 5, 6 Grad habt. Und da können wir mal schauen, wie das sich heute hier einsetzen lässt. Problemlose Verarbeitung auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Es soll auch leichte Kratzer und Swirls mit abdecken. Auch vielleicht die Farbe mit auffrischen. Und ein starker Abhelleffekt soll geliefert werden. Toller Nassglanz durch die Kanaubeanteile. Intensiviert auch die Farbtiefe. Und das können wir ja schön auch hier bei diesem doch ziemlich dunklen Blau. Geht ja fast schon ins Violett rein hier, unser Serie-Ibiza. Da können wir das schön ausprobieren. Und da werden wir einfach mal ein paar Tests machen und Standzeit auch. Und am Ende ein Fazit ziehen, für wen ist es geeignet, oder? Wie immer, Leute, los geht's, auftragen. Ich will auf der Motorhaube noch ein paar andere Produkte in den Test nehmen. Deswegen machen wir das mal so gut wie möglich, so analytisch wie möglich, damit wir einfach auch einen guten Unterschied sehen. Ich werde mal hier die erste Klebelinie hinsetzen und dann werden wir mal Folgendes machen. Ich werde mal hier in dem Bereich noch eine Abtrennung machen und dann sollten wir ja genau in dieser Ecke hier und in der Ecke dann im Gegensatz zur unbehandelten Fläche eine schöne Farbauffrischung sehen, weil die sieht man am besten wirklich, wenn man ja, so einen leichten Eckbereich hat oder ein Viereck oder es reicht ja eigentlich diese Kombination aus zwei rechten Winkeln. Da kann man immer schön von den Seiten schauen, hat man wirklich eine Farbauffrischung, ja oder nein. Und das wollen wir einfach mittesten. Oben öffnen, einfach hier aufklicken und dann geben wir uns hier mal etwas drauf. Ich teste mal, wie flüssig das ist. Okay, es hält sich in Grenzen. Machen wir uns hier einen kleinen Fleck drauf. Und dann setzen wir das mal hier oben auf und da sehen wir schon, es entsteht so ein milchiger Film. Hier auch ganz wichtig, versucht es möglichst großflächig zu verteilen. Ihr habt so einen leicht künstlichen Bananenduft hier mit drin. Und dann in geraden Bahnen, jetzt machen wir schon die letzte, einfach hier gleichmäßig verteilen. Und ihr seht, es lüftet dann relativ schnell ab und bildet hier so eine leicht weiß, ja, milchige Oberfläche. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst aber jetzt keine Minuten hier antrocknen lassen, sondern geht jetzt schon zum Mikrofasertuch und bewaffnet euch. Und das Schöne ist, was ich jetzt schon mal positiv finde, ihr habt jetzt keine lange Ablüftzeit. Das heißt hier nach ca. 30 Sekunden, 20, 30 Sekunden könnt ihr das auch schon auspolieren mit einem weichen Mikrofasertuch. Ich fange mal hier oben an und da seht ihr, das geht ziemlich easy einfach. Auch sehr problemlos, also hier von der Verarbeitung her muss ich sagen. Erstmal jetzt hier auf den ersten Blick schöne Sache. Ich kontrolliere dann auch nochmal hier im Lampenschein. Wir nehmen nochmal eine frische Seite. Ja, also schlieren und streifenfrei. Unten wieder den groben Überschuss. Auch genau bis hier an die Kante ran. Und auch hier wieder eine ganz frische Tuchseite dann fürs Finish. Verarbeitung, easy on, easy off steht drauf. Und das bekommt er auch. Problemlos. Ich gehe mal hier unten drauf. Lackglätte, deutliche Steigerung. Also Lackglätte auf jeden Fall auch im richtig guten Rahmen. Also von der Sache her wirklich problemlos. Ich gehe nochmal genau jetzt hier auf den Kanten lang.
Und dann können wir eigentlich jetzt schon das Klebeband abziehen und mal schauen, ob wir auch eine Farbauffrischung wahrnehmen können. Ich pulle jetzt auch nochmal genau hier auf dem Strich lang, um die Überschüsse runterzunehmen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier so irgendwo eine Auffrischung wahrnehmen können. Ah, okay, wir schauen mal. So, Schärfe müsste passen. Wir sind jetzt hier genau auf der Fläche und ich glaube, ihr könnt genauso wie ich nichts erkennen. Also ich habe jetzt hier wirklich auch zwei rechte Winkel drin. Einmal so und einmal hier nach oben und es ist nichts zu erkennen. Keine Farbvertiefung. Wir schauen dann auch nochmal hier von der Seite drauf. Also hier im Licht kann ich überhaupt nichts erkennen, auch wenn ich den Winkel ein bisschen schräger mache. Schärfe sitzt noch. Auch da. Also da ist auch hier in dem Licht nichts zu erkennen. Trotzdem positiv muss man hervorheben. Verarbeitung wirklich top. Und keine Schlieren, keine Streifen. Echt sehr, sehr gut. Schauen wir nochmal von der Seite. So, und da schauen wir jetzt ja auch nochmal, wenn ich hier das Licht etwas bewege. Ja, ich habe gedacht, ich bekomme hier vielleicht so eine richtig schöne Farbauffrischung, so eine richtig schöne Kante, ist aber leider nicht zu sehen. Auch hier oben jetzt müssen wir in dem Bereich jetzt irgendwo was haben, aber ja, hätte ich mir mehr vorgestellt. Und hier kann ich ein bisschen was erkennen. Seht ihr das? Hier war das Klebeband und hier kommt das Produkt. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass jetzt einfach noch Klebereste drauf sind und die einfach die Oberfläche noch ein Stück heller machen. Weil ansonsten hier vielleicht noch die letzte Kante, aber ich will da jetzt nicht drüber polieren groß, weil sonst verteile ich vielleicht auch hier Produkt mit und dann sehen wir es gleich gar nicht mehr. Also vielleicht hier eine minimale Auffrischung, aber das kann auch damit zusammenhängen, dass hier vielleicht vom HPX-Klebeband noch leichte Klebereste drauf sind, die die Fläche hier etwas heller machen. Also versprecht euch auf jeden Fall hier von den Farbauffrischungseigenschaften nichts Großes, legt lieber Wert auf die Standzeit. Und wenn ihr mit so einem Produkt euren zerkratzten Lack irgendwie auffrischen wollt, Leute, dann investiert lieber ein paar Euro mehr und holt euch eine Poliermaschine und reißt da wirklich mehr am Lack, anstatt alles nur mit Make-up zu übertünchen. Aber das Produkt, vielleicht minimal, aber ich glaube, ich schiebe es mal eher hier auf die Klebereste vom Klebeband. Und wir haben hier trotz des Winters eigentlich einen richtigen Frühlingstag mit 10 Grad circa. Und da kann es jetzt in Ruhe den restlichen Tag aushärten, auch über Nacht soll kein Regen kommen, alles perfekt. Und wir schauen uns dann morgen gemeinsam das Abperlverhalten an, damit es einfach noch in Ruhe aushärten kann. Also bis hierher erstmal Fazit oder Zwischenfazit, auftragen in Ordnung, schlieren und streifenfrei, ein typisches Canauba-Produkt für mich und ob es sich lohnt für 18 Euro 473 ml, das entscheiden wir dann morgen gemeinsam nach dem Abperlverhaltentest und auch nach dem Standzeittest. Bis gleich. So, und dann bin ich zurück. 24 Stunden später hat alles soweit gut geklappt. Es gab keinen Regen, keinen Frost. Wir hatten nachts, glaube ich, 3 oder 4 Grad plus. Am Tag heute wieder um die 9 Grad. Also alles komplett in Ordnung. Auch gestern Nachmittag war nochmal schön Sonne. Und auch heute über den Tag, ja, traumhaftes Wetter. Von der Oberfläche, ihr könnt es auch sehen, hier unversiegelt, hier versiegelt. Es gibt keinen Unterschied. Also die Fläche ist komplett gleich. Für mich gibt es jetzt nach den 24 Stunden null Unterschiede mehr. Auch dieser Streifen ist jetzt verschwunden. Wir hatten ja jetzt für euch vor ein paar Sekunden, für mich jetzt vor 24 Stunden, hatten wir hier noch diesen helleren Klebestreifen. Aber ich habe nochmal kontrolliert, das ist wirklich nur der Restklebstoff vom HPX-Klebeband, der einfach dann so einen leichten hellen Film zurücklässt. Also für mich gab es jetzt hier absolut keine Farbauffrischung. Und deswegen sage ich es immer wieder, wenn ihr hier Lack Perfektion wollt, dann leider Poliermaschine. Damit holt ihr echt das Maximum raus. Irgendwas zuschmieren mit irgendwelchen Glazes oder irgendwelchen, ja, solchen Auffüllern. Kann man machen, hält aber eigentlich so gut wie gar nicht, vor allem über eine längere Zeit. Und deswegen lieber hier gut polieren und dann gut schützen. Schauen wir uns das mal an. Abperlverhalten können wir jetzt mal beurteilen. Das erste Mal jetzt auch für mich hier, dass ich das sehe. Schauen wir uns mal an. Ja, das sieht doch ganz gut aus, oder? Also Ablaufverhalten haben wir hier unten auf der Fläche schön. Hier haben wir schön die Abtrennung und hier oben haben wir wieder ein stärkeres Abperlverhalten. Also das funktioniert. Wir haben auf den Bahnen aber immer noch leichte Resttropfen, die liegen bleiben. Also es bewegt sich für mich so in einem guten Canauba-Wachsrahmen, auch stellvertretend für andere Paste-Waxes nochmal. Und jetzt schauen wir auch nochmal hier mit höherem Druck.
Ja, hält auf jeden Fall auch stand. Hier oben fängt es dann schon langsam an zu schwächeln. Hier die Tropfen werden auch immer mehr auf den Ablaufbahnen. Es wird nicht sofort durch den Hochdruckreiniger angelöst. Da hat man auch schon ganz andere Produkte. Also auch von der Seite aus völlig okay. Und es konnte ja in Ruhe aushärten. Ich habe jetzt hier nochmal einen Wascheimer vorbereitet. pH-neutrales Shampoo. Und wie immer, mein Lieblingsshampoo aktuell, Sonax Rich Foam. Gehe ich jetzt mal ganz kurz hier mit dem Waschhandschuh drüber, um zu schauen, wie stabil das ist. Können wir auch nach einer kurzen Fahrzeugwäsche immer noch den Lackschutz und das Abhellverhalten genießen oder nicht? Kommt wieder der schöne Waldbeerenduft hier. Perfekt. So, war ja auch nicht groß schmutzig, war ja von gestern noch so gut wie sauber, ein bisschen Staub drauf gewesen. Sprühen wir nochmal ab. So, was haben wir jetzt? Also, es scheint deutlich nachgelassen zu haben. Wir haben jetzt hier wirklich eine schön polierte, saubere Lackoberfläche und da läuft selbst da schon das Wasser gut runter. Und hier unten lässt es jetzt schon deutlich nach. Also nach einer kurzen Wäsche, wie viele Bahnen waren das jetzt? 4, 5 Mal hin und her, muss es doch schon echt federn lassen. Und das habe ich jetzt bei vielen Liquid Wax auch schon beobachtet. Das ist jetzt genau derselbe Fall. Also hier nach einer Wäsche. Und hier war ja nicht mal Schmutz drauf. Ich habe jetzt nicht mal Schmutz hin und her geschoben. Ich habe einfach nur Sonax Rich Foam noch im Eimer gehabt, hier von den letzten Tests, beziehungsweise von den letzten Langzeittests, habe ich auch damit immer gewaschen. Und ja, okay, ein bisschen schade. Ja, also ich glaube, es reicht eigentlich als Demonstration. Also es wird schon ziemlich schnell hier auch wieder durch so eine Wäsche abgetragen. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft. Einfach anzuwenden, funktioniert soweit gut. Standzeit, ja, vielleicht 2, 3 Wochen, wenn ihr das Fahrzeug nicht stark belastet, wenn ihr hier jeden Tag dann mit unterwegs seid. Ich habe ja noch nicht mal 48 Stunden oder eine Woche hier geschafft. Das waren jetzt 24 Stunden. Das Fahrzeug war komplett in Ruhe und da hätte ich mir noch ein bisschen mehr erhofft. Und ist eine schöne Sache für Einsteiger, wie ich finde, weil vom Auftragen her geht es super schnell und einfach, macht auch keine Schlieren und so, keine Probleme. Aber ihr dürft halt jetzt keine Wunder hier bei der Standzeit erwarten und beim Look bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Deswegen, ihr habt jetzt hier meinen Eindruck, meinen Test. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne unten rein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, freue mich über einen Daumen nach oben, Leute, und Abo da lassen und schreibt auch gerne eure Erfahrungen unten rein zu dem Produkt. Bis zum nächsten Video. Ciao.